Who'd I just pass there? That you, good buddy? Treetop tall and wall to wall. Travis, you messed up son of a bitch. What you doing on my road? Late on a gig, bud. I'm taking the shortcut past Silent Hill. Stopping for coffee as soon as I hit Brahms. I'm beat. Bad dream still keeping you awake. I told you, man, a girl or two would go a long way. Sleep like a baby with a chick in your cab. Guess I just don't meet the right girls, bud. Maybe if you weren't always blabbering about Luby Batman's when you were younger, how you don't even remember how, why. Hey, chill. You don't see me bringing up your issues. No need. My old lady keeps me fully informed of my failings. The girl keeps notes. You mean she hasn't left you yet? Any day now. See you around, Travis. Take it easy. 10-4. Catch you later, buddy. Huh? Hey, come back! So, und damit ein Ayo, was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem, ich will nicht sagen, neuen Let's Play. Auf jeden Fall zu einem Spiel, was wir schon mal erlebt und gesehen haben, und zwar Silent Hill Origins. Ich wollte es jetzt eigentlich vorhin auf meiner PlayStation 3 von meinem Jailbreak und PS3 spielen. Allerdings gab es da miese Kompatibilitätsprobleme. Deshalb bin ich jetzt mal auf den PlayStation 2 Emulator gewechselt. Es wird ab und zu so sein, dass es vielleicht, ich weiß nicht warum das so ist, ein paar Lags geben wird. Aber ich hoffe, dass das halt nicht so schlimm ist. Ja, warum habe ich mich denn zu Silent Hill Origins entschieden? Möchte mal kurz erklären. Also, ich habe das ja schon mal vor, lass mich nicht lügen, vor 3,5 Jahren gemacht. Hier sowas meine ich, also solche kleinen Sachen zu ergeben, leider Gottes. Ich habe das ja vor 3,5 Jahren mal auf meiner Original PS2 gemacht. Und allerdings ist es so, dass die Qualität von dem Let's Play damals nicht gut war. Meine Stimme war übersteuert und war zu laut. Das Spiel war viel zu leise. Und somit habe ich mich jetzt halt wirklich dazu entschieden, zu sagen, okay, weißt du was, ich will jetzt das Spiel einfach nochmal Let's Playen und noch einmal leben, weil ich habe das seit dem Let's Play von 2017 halt wirklich kein einziges Mal mehr gespielt. Und genau an der Stelle hatte ich zum Beispiel auf einmal nur weiß. Warum auch immer. Smoke. My God. Someone's in there. So, jetzt sind wir sozusagen in diesem Haus. Ich hoffe, ich werde gucken oder ich werde probieren zu versuchen, dass ich die Lags bzw. die kleinen FPS-Einbrüche irgendwie
ja, in den Griff bekomme. Ich weiß aber auch nicht, warum das so ist. Es ist eigentlich schon immer so gewesen, egal wie oft ich es installiert habe. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es irgendwie falsch konfiguriert habe oder ob es an sich an der Software an sich liegt. Aber nun denn, solange es halt wirklich bei den kleinen Rucklern bleibt, ist es okay. Vor allem ist halt die Qualität und die Auflösung an sich viel besser. Dieses kleine Rauschen im Bild, das gehört halt zu Silent Hill dazu. Also im Spiel, das kann ich nichts für. Aber ja, ich finde, das Spiel sieht eigentlich okay aus. So, das ist dann hier die legendäre Madame Alessa. Bonjour, Madame. Die eigentlich schon tot ist. Und ihr könnt ja nicht verstehen, wie sehr ich mich jetzt freue, das Spiel jetzt zu zocken. Es ist wirklich super lange her, wo ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, Digga. Ich kenne natürlich doch alles, weil ich das so oft durchgespielt habe in meinem Leben. Weiß ich natürlich jede Stelle. Aber an sich, also Jungs, wirklich unfassbar geiles Spiel. Mein persönlicher Lieblingsteil der Silent Hill-Reihe, sage ich, was ist. Silent Hill 2 habe ich gespielt. Ich werde übrigens Silent Hill 3, werde ich auch nochmal zocken. Mal gucken, ob das auf der PS, auf der Dex funktioniert oder ob ich es halt auch nochmal. Ne, warte mal, von Silent Hill 3 gab es eine HD-Version, ich Idiot. Stimmt. Stimmt, weil das, die Qualität von Silent Hill 3 jetzt ist auch nicht so gut. Da würde ich das einfach remaken. Und ich bin sogar, Jungs, ich glaube, das Game war zum Beispiel mein drittes oder viertes Let's Play. Und wir sind wirklich kurz vor den 100 Let's Play-Projekten auf diesem scheiß Channel, Digga. Wie viel wir schon auf diesem Kanal gemacht haben, ist wirklich unfassbar. Und ich bin mega stolz darauf, dass ich diesen Kanal eröffnet habe. Weil ich einfach so viele geile Sachen hier machen kann. Neben COD halt. Das arme Haus, Digga. Safe now. Hey, someone help her. Where is everyone? Das ist eine gute Frage. Wo ist sie dann? Silent Hill ist komplett leer, Jungs. Die arme Stadt. So. Die legendäre Pyramide, man kennt's. Wir sind da. Und die Frage ist, wo sind wir? Where am I? This is a good question. Where are you? You are in Silent Hill, mein Lieber. Silent Hill? Happened last night. That girl. Did she make it? They would have taken her to the hospital. Coons Street. I need to see if she's okay. Genau. Das legendäre Alchemilla Hospital, was wir halt an sich auch noch gut kennen. Ja, ich spiele das Ganze übrigens mit dem Xbox One S Controller, den ich an der Konsole, also beziehungsweise mit dem PC einfach angeschlossen habe. Ich habe mir sogar noch eine zweite Grafikkarte bestellt, eine 780 Ti. Was heißt bestellt? Ich habe versucht, sie mir zu ersteigern per so einem Schweizer eBay bei uns. Und mal gucken, wenn ich sie bekomme, dann werde ich sie mir auf jeden Fall einbauen. Dann zocke ich mit der 2080 Super und nehme mit der 780 Ti dann auf. Also das wird dann sozusagen meine Capture-Grafikkarte sein. Weil die 780 Ti, die packt alles in der Qualität, wie ich es möchte, halt easy, weil ich habe eine draußen 30.000er Bitrate für die Aufnahmen und das ist natürlich, da braucht eine Grafikkarte natürlich eine gewisse Power. Ich hätte mir auch eine GT 1030 und so bestellen können, das sind so die einzigen Grafikkarten, die es aktuell gibt, wegen diesen ganzen Grafikkarten-Pandemie-Scheiß. Aber, ja, die kostet zum einen mehr und zum anderen ist es so, dass ich mir bei der 87 Ti zu 100% sicher bin, dass die Karte halt alles easy packt. Bei der GT 1030 bin ich mir leider nicht ganz so sicher. Guck mal, das habe ich gespielt, Digga. Alchemilla Hospital. Wann war das, Digga? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann, 2000 irgendwas. Hier sieht Memory Card, MCD, PS001. Das bedeutet, dass es speichert. Und ja, ich hoffe, das stört aber keinen. Die Qualität bzw. die Auflösung ist an sich relativ in Ordnung. Und ja, ich habe das Ganze jetzt in 27p gestellt. Also ich sehe das Ganze nicht im Vollbild. Ich sehe das Ganze in so einem Fenstermodus, in einem kleinen. Aber das geht für mich, ja, eigentlich funktioniert für mich genauso gut. Hey, you a doctor? Can I help you? That fire last night. The girl who was burned. Is she here? A girl?
We've received no new patients in the last day or so. Was she hurt? She was burned all over. Are you a relative? What did you say her name was? I don't know her name. I was the one who saved her from the fire. She must have been brought here. Is there another hospital? I'm sorry. Perhaps someone in reception could help you. I have urgent business to attend to. Goodbye. Digga, bei dem Typ habe ich mich halt immer gefragt, lebt er hinterm Mond? Hier ist niemand, hier ist nix. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich finde, kein Silent Hill kommt an die Atmosphäre und wirklich an diesem Gruselfaktor. Wenn du zum Beispiel hier aus dem Fenster guckst, aus diesen kaputten Fenstern, so dieses Licht da, was da reinstrahlt, kein Spiel kommt an diese dichte und unverfälschte Atmosphäre wie Origins, meiner Meinung nach. Diese Atmosphäre ist dieses Bedrückende, aber auch gleichzeitig irgendwie Willkommene und Erfreuliche ist so unfassbar geblieben, dass ich mich jetzt wirklich fühle, als wäre ich wieder 7. Das ist halt wirklich unfassbar krass. So, jetzt, ich bitte bei Gott, bitte keine Performance-Issues. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Solange es nicht unter 40 FPS geht, Digga, bin ich happy. So, diese kleinen Ruckler ist scheißegal. Yes? You okay? Digga. Ich weiß noch ganz genau, Digga, wie heftig ich mich damals... Moin. Komm her. Wie heftig ich mich damals erschrocken habe. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass das keinen stört. Weil, ja, also es könnte vielleicht nerven, aber ich hoffe, dass es keinen stört. Weil ich krieg's halt einfach besser gar nicht hin. Und meine originale PS2-Version, die funktioniert irgendwie nicht. Also wenn ich die CD einlege, lädt das Spiel nicht. Beziehungsweise hört dann, Moment kurz, geht er weg. Geht's halt einfach nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht geht, aber es geht halt nicht. Und das finde ich halt schade. So, vorläufige Diagnose. Verbrennungen dritten Grades. Patient ist nicht bei Bewusstsein. Irgendwas hat verhindert, dass die inneren Organe Schaden genommen haben. Die Texturschäden beschränken sich auf die Epidermis und die Gliedmassen. Aber wie ist das möglich? Also, der Typ meinte halt vorhin, ja, wir haben keine Mädel. Warum ist ja Blut? Und wenn ihr euch den Spiegel anguckt, krass, ne? Heftig. Irgendwas stimmt mit diesem Spiegel nicht. Die Reflexion ist nicht normal. Digga, ich schwöre, und jetzt die Szene, die kommt, ich hab mich damals so eingekackt. Jungs, ich hab mich so eingekackt. Er wollte nicht wissen, wie ich mich eingekackt hab. Ich schwöre euch. The girl from the fire. How did you... I'm seeing things. This ain't right. Ja, Mann. Und der Sound noch dazu. Digga, hab ich mich eingekackt, Jungs. Ich schwöre, bewaffne mich bis an die Zähne. Ich würde hier auch sterben vor Angst. Digga, wie der Typ das packt, ist halt heftig. Aber ja, wir sind jetzt das erste Mal in der Parallelwelt. Oh, bitte, Mann. Junge. Arme Nakim. Ich weiß, es nervt. Tut mir leid, Jungs. Ich versuche das hinzukriegen, dass es selten bis gar nicht passiert. Wenn das so alle 10 Sekunden passiert, nervt das auch bald auch mich, Digga. Bin ich ehrlich. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es nicht sagen. So. Gut, die Codes, sag ich mal so, die kenne ich alle noch. Das bedeutet, man erspart es uns das Ding. Das ist jetzt zum Beispiel das Herz, was wir brauchen. So, der Code hier ist es 31 23 19.
Warum ich das weiß, ist einfach, ich weiß es einfach. Ich weiß es, weil ich es weiß. Jetzt pass auf. Junge, ich hab dich damals so eingekackt, Digga. Ich schwöre, das war echt nicht mehr normal. Jawohl, ich wusste es. So, jetzt geht die runter auf eine Homo-Basis. Also die ganzen Stellen weiß ich halt alles noch auswendig. Das ist halt. Also man muss sagen, das Spiel geht halt wirklich nicht lange. Wenn man alles weiß, kann man das Spiel so easy so unter 2 Stunden durchspielen. So, das goldene Ei. So, was haben wir hier Schönes? Ist nicht lesbar. Keine Sorge, ich habe verwendet, um ihre Kräfte zu kontrollieren. Es wird ihr niemand helfen. Eines der 5 versteckt sie, beschützt sie. So, dann nehmen wir mal hier das Skalpell. Oh Gott. Oh, la die Waldfee. So, wusste ich. Kein Problem. Du wirst jetzt hier geschlachtet wie ein Schwanzhaxenhuchs, du Missgeburt. Wahnsinn. So, tschüss. Penispumpe, Alter. Kannst mir ein Wichsen gehen, du Opfer. So, dann haben wir hier nochmal einen Hammer. Wie gesagt, die ganzen Sachen, die kenne ich noch alle. Dann haben wir hier nochmal ein Heilungsgetränk. Oh ja, Ode an die Freude. Ich lutsche an Zwiebeln. So, her damit. Servus. Zack, in die Fresse. So. Fuck. Auf die kann ich treten. So, Travis, beweg dich. Hallo. Ach du Scheiße. Jawohl. Und hallo. Dankeschön. Hä? Okay, mein Steuerkreuz macht ein bisschen Faxen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in-game liegt oder, ach, keine Ahnung. So, das wäre dann... Das ist natürlich auch ein bisschen verzögert, natürlich ist ein altes... Ist ein altes Spiel, Jungs. Die PS2 was Reaktionszeiten angeht, natürlich jetzt nicht so gut wie jetzt... Was weiß ich, eine PS5 oder so. So. Eine Plastikleber. Und dann haben wir jetzt hier, wenn wir hier gehen, zack, zack. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind eigentlich schon fast fertig mit dem Krankenhaus. Das Krankenhaus ist wirklich ein verflucht kleines Gebiet. Das ist halt, hast du in 15 Minuten, hast du das erledigt. So, die Aim ist 31. Ja, ich muss sagen, ich finde ältere Damen, gut, ja, wenn sie noch frisch aussieht, ist 31 auf jeden Fall noch ein sehr gutes Alter. Oh, wer ruft mich denn jetzt an, Mann? Ach, Sepp. Seppi Boy! Bruder, ich wollte dich. Darf ich. Hä? Was ist? Darf ich noch jetzt kommen? Ja, wann willst du ungefähr da sein? Ich muss noch gucken, aber ich darf jetzt kommen, oder? Ja, komm her. Umso früher, umso besser. Bis nachher, ciao, ciao. Ja, ja. Stimmt, ich habe heute mit Sepp abgemacht. Bisschen chill mit Seppi Boy. Ah, da habt ihr ihn jetzt mal gehört. Der gute Mann. So, perfekt. Herein. Eine Energiedrink. Eine Toaster. Eine Schlüssel. Hier die Lucy ist 23. Die gute alte Lucy Ketten, Spaß. Und da vorne noch. Und Penis. Und jetzt noch hier rein. So, jetzt pass auf. Jetzt finden wir noch ein Magen und Eingeweide. Und jetzt Licht einschalten, sehen wir, dass die Sarah 19 ist. Ja, eine knackige 19 ist ja so in Krankenhäusern. Da sind die Schwestern von ganz jung bis ganz alt. Alles gemischt. So. Wir brauchen von dem Vieh die Augen. Was machen wir? Also.
Zuerst Herz, Lunge, Eingeweide, Magen, Leber. Das ist immer so die Kombination, die ich halt wirklich seit Jahren habe. Und eigentlich auch immer so gemacht habe. Natürlich, es gibt noch das eine oder andere Rätsel, was ich bis heute noch nicht, mir noch nicht gemerkt habe. Zum Beispiel das mit den Glühbirnen im Theater. Da muss ich ja halt immer ganz kurz Google kurz nebenbei öffnen. Dann hätte ich das auch wieder. Aber so das meiste, wie zum Beispiel, keine Ahnung, solche Sachen zum Beispiel, das ist halt absolut kein Problem so. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass euch die Ruckler nicht so stören. Ich werde versuchen, das Ganze wirklich unter Kontrolle zu kriegen, aber... So. Das ist die Madame. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie alle Gegner töten. Also hier im Anfangsbereich können wir sie noch alle schlachten. Das ist dann noch nicht so schwer. Aber so später im Hotel und so, wenn es wirklich dann viele von denen werden, will ich da einfach vorbeilaufen. So. Junge, du Missgestalt. Und ich freue mich, also ich weiß nicht, wann es soweit ist, aber ich freue mich wirklich übertrieben auf, So, Gott sei Dank hat sie mich nicht erwischt. So, press schon mal die A-Taste. Ja, die kann man gut kaputt boxen. Die sind relativ schnell K.O. Krankenschwester sind doch die schwächsten Gegner so. Die gibt es leider auch nur im Krankenhaus, im Sanatorium. Und dann war es das mit denen. Also ein Fernsehgerät. Dann haben wir hier nochmal ein Heilungsdrink und ein Energydrink. So. Alter, wir haben absolut nur noch Wurfsachen, ne? Wir haben absolut nur noch Wurfsachen, Digga. Aber... Das wird noch kommen. Und wenn wir jetzt hier die Tür öffnen, Jungs, kommt uns der erste Endboss. Du hässliches Wichsvieh. Mieses Stück Scheiße, Digga. Der Typ ist so hässlich, dass es die Polizei nicht erlaubt. Und der Anfang schluckt ein bisschen viel, aber später wird er relativ einfach sein. Komm, geh rauf. So. Schön in die Eier treten, man kennt's. Perfekt. So, das erste, ich glaube, das ist das Zukunftsding. Yep. Junge, ich kann's noch. What is this? You. What was that thing? This isn't happening. Are you okay? Sorry, did I startle you? My name is Lisa. I'm a trainee here. Are you waiting for someone? No. No, I'm just... Well... I'm done here. Name's Travis. Nice to meet you, Lisa. You sure you're okay? You look a little shaken up. Sorry. No, it's okay. To be honest, I've been a little off all day. I was in a fire last night. I think it boiled my brain a little. The fire in the business district? How awful. I heard about that. No one knows how it got started. And that poor girl, Alessa Gillespie, to die like that. Alessa? She died? Yes. Sorry, did you know her? No, but never mind. Well,
I have to run. Dr. Kaufman wants to meet me over at Cedar Grove Sanitarium, and he'll be mad if I'm late. Maybe see you around? Take it easy, Travis. You too, Lisa. Junge, dieses Gelege geht mir sogar selber auf die Eier, ne? Okay, Jungs, wir machen die Folge jetzt. Wir machen sie jetzt ein bisschen kürzer. Wir machen es auch für Marcel. Ich weiß, Bro, du magst es kürzer. Jetzt gerade mal bei 27, 28 Minuten. Ich würde sagen, das reicht für die erste Folge. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich das Ganze wirklich hinbekomme und das Ganze mit Performance Boost bzw. mit Prioritäten setzen. Mal gucken, ob das Ganze funktionieren wird. Dass wir wirklich diese Lags eliminiert kriegen, weil ich wollte das oder so mal selber machen. Und dann wird es hoffentlich dann in der nächsten Folge mit weniger Lags oder gar keinen Lags dann hoffentlich weitergehen. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, das Remake oder solche Sachen gefallen euch auch. Dann werde ich das auf jeden Fall in Zukunft mal öfter machen. Wie gesagt, Teil 3 werde ich nochmal neu machen. Und andere Sachen, die mir halt auch nicht gefallen haben. Und dann werde ich aber nicht alt natürlich auch so auch die neuen oben lassen, weil damit man den Unterschied der Qualität natürlich erkennt. Na gut, Jungs. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Origins, ich wünsche was. Wie gesagt, bis dann, haut rein und Penis.